ich habe vor kurzem, erst vor ein paar Wochen mit denen kommuniziert, habe gesagt, ey, habt ihr nicht Lust, auch noch mal einen Kurs durchzuführen? So, Fahrrad zum Check abgegeben, alles wunderbar, wird heute fertig. How does it feel, okay? Okay. Perfect. Ich und mein Fahrrad sind gut angekommen. Ausgepackt habe ich es noch nicht, kann natürlich noch nicht reinschauen. Aber soweit ist alles gut verlaufen. Ich hatte sogar im Flugzeug am Anfang zuerst die Jacke anziehen müssen. Das war richtig frisch. Die haben zu stark die Klimaanlage angemacht. Ja, Australien, Perth, geht's Richtung Sydney. Ich freue mich sehr. An dieser Stelle möchte ich mich wirklich ganz herzlich bei meinen Unterstützern bedanken und natürlich vor allem bei Dr. Markus Rieber, bei Smileline aus der Schweiz und Brigelnetal. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ja, und jetzt geht's, denke ich, da ich morgen das Fahrrad eigentlich zur Inspektion bringen möchte, wäre eigentlich jetzt Blödsinn, den zusammenzubauen, Taschen dran, morgen wieder Taschen ab, wieder auseinanderbauen, je nachdem was. So fahre ich jetzt erstmal ins Hotel. Und was ich euch nicht erzählt habe, ich besuche morgen nochmal das Labor, was ich letztes Jahr besucht habe. Erzähle ich morgen früh mehr drüber. So, jetzt fahre ich so in einen komischen Taxi. So eins habe ich mal in England gesehen. So ein bisschen bullig, aber hier passt schön mein Fahrrad genau vor mir. Australien innerhalb eines Jahres. Zum zweiten Mal. Wer hätte das gedacht? So Leute, guten Morgen nochmal. Ja, bin in Australien angekommen. Jetzt bin ich ohne Taschen unterwegs in das Labor Coolab. Die haben nämlich auch für mich einen Techniker fürs Fahrrad organisiert. Und was noch schöner ist, ich habe vor kurzem, erst vor ein paar Wochen mit denen kommuniziert, habe gesagt, ey, habt ihr nicht Lust, auch noch mal einen Kurs durchzuführen? Und sie sagten, ja klar, sicher, so ein quasi Wiederholungskurs, was meine App angeht und generell, wenn die Fragen haben, was Schichtung, Keramikschichtung angeht, führen wir heute ein kleines Wiederholungskurs durch. Und das Geld kommt ja einmal, Moment, ich muss mal starten, wird zur Hälfte meine Tour dafür unterstützt und die Hälfte geht dann als Spende an die Ärzte ohne Grenze. Ist das nicht schön? Ja, und solange wir ein bisschen uns im Labor unterhalten, wird mein Fahrrad inspiziert. Aber zuerst muss ich ja das Fahrrad erstmal jetzt mit meinen Ersatzteilen, was ich auch an das Labor vorhin geschickt habe, auch zum Techniker bringen. Schöne laute Maschine, ne?
Okay. Ja, Mensch, ist das einfach, ohne Taschen zu fahren. Einerseits einfach, andererseits muss man echt aufpassen mit dem Lenker. Der lässt sich so jetzt einfach drehen. Das ist der Wahnsinn. Irgendwie so ungewohnt, weil klar, durch die Taschen vorne ist es auch ein bisschen blockiert, ein bisschen schwergängiger. Und jetzt ist es so einfach. Wow. Und wisst ihr, was schön ist? Ich finde, es ist gar nicht so heiß, wie ich vermutet habe. Und vor allem nicht so schwül wie in Malaysia. Es ist schön zu fahren. Ein bisschen frisch, Wind, perfekt. So, und bald komme ich zu der Stelle, wo das Labor ansässig ist, wo ich schon im März letzten Jahres war. Also noch gar kein Jahr her ist. Hier sollte es sein. Moment, ich bin schon vorbeigefahren. Ich bin richtig, hier ist es. Hier ist es. Jawohl. So, und da ist es auch schon im ersten Obergeschoss. Dann gehen wir mal kurz hoch. Hallo sagen. Eigentlich wollten die mich abholen, aber da hat wohl Schriftverkehr nicht ganz funktioniert. Aber hier ist es auch gar nicht weit weg gewesen, 5 oder 10 Minuten mit Fahrrad. So. Dann klopfe ich mal gleich da. Klopf, 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 klopf. Klopf, 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 klopf. Das scheint mir so leer zu sein. Machen wir mal die Türe zu. Ich habe schon da jemanden sitzen sehen, den ich schon kenne. Hallihallo. Hallo. Hallihallo. Ja, hallihallo. Hallo. Hi. So, Mike. Hallo, Cosimo. Are you okay? Hello. So, you better sleep. Ich muss alles filmen, ich muss alles aufnehmen. Hi. How are you? All good? How's yeah. Going? Checker! Long way, eh? 40,000 Kilometer. 40,000. In 200 Kilometer I have 50,000 Kilometer. 15,000. Yeah. So let's go around the building. Come on, then. Here. Yeah. So, Fahrrad zum Check abgegeben. Alles wunderbar. Wird heute fertig. Das ist auch natürlich immer problematisch. Der Kollege sagt auch, wir sind hier nicht in Deutschland. Jetzt wird alles lockerer gemacht. Nicht immer so Stress, Stress, Stress. No. No Stress. Happy, happiness, no Stress. Aber wunderbar, klappt alles. So, jetzt kommen wir ins Labor. Machen ein bisschen Wiederholung. Und dann schauen, wie der Tag verläuft. And out. Null, null. Null. Hier ist auch schon different. Ne? Okay. Minimal different for this. Okay. Ne? Yeah. Okay. Okay. So, it's schon. He means exactly sure. Yeah. Okay. But is yeah. 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 Schon. So okay. So which one is ours, Marina? I know by the buttons. This. Are new. Okay. Ah, new. Okay, good. Marina. Yeah, because yesterday we bought new ones.
So, then show me more as we go. It's going to show. Yeah, because we got this, the issue with the settings of the two cameras. So if you need to use this one for the tags, you can use it. Ja, das ist wichtig. Yeah, there is. Ah, okay. So my question is, what did you change on those settings? I'm making here German English, you English German. Let me see. Sorry. Did we have a concert? Just a bit. So my. Unless you apply. So. 26 on. General. She's not sharing things. Okay. Okay. I know that. Okay. Otherwise, the photos will be different. Yeah, because. No, no one, more two. No. Okay. Entweder yeah. one or yeah, one. Two. Okay. Okay. Understood. It's a standard. Yeah. So this one is a job. I'm going to remove battery as well. Okay. We need to check of photo. Okay. Okay. This one is out. Das ist nicht einfach. Nicht einfach. Aber meine wichtig ist, jetzt wissen wir, wo das Problem liegt. Wann brechen Sie zu Ihrer Reise auf? Morning, tomorrow. Morgen? Yeah. Oh, God. So you talk even German? Not trying. Yeah, super. Because meine Freunde, ist Deutsch. Deutsch. Leben in Deutschland. Yeah. Yeah. I don't know this. Ich lerne. Ich lerne, ja. Ja, super. Nicht einfach. Nicht einfach auch. Englisch ist nicht einfach. French? Nicht einfach. Starving. So, wir haben auch schon einiges hier analysiert. Auch Fehler bei den Einstellungen bzw. bei den Blitzen gefunden, dass die Blitze nicht ganz in Ordnung funktioniert haben. Deswegen haben zwei Fotoapparate falsch, also nicht gleiche Ergebnisse geliefert. Und gleich tun wir Patientenfoto machen und analysieren. Okay, tipo quella di Rosman. Hey. No? Next. So, Analyse so, ist fertig. Gleich wird geschichtet. Enjoy the trip. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Stay safe. Bis zum nächsten Mal. Yeah, okay. Next. Okay. Yeah. Are you coming with bike? Yeah, if you to Germany. Yeah. Join you. Ciao. Yeah. Ciao. 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 Have a good weekend. So. Was haben wir? Die 1. GOEP. Okay. Und nicht nur, dass ich den Talabo besuche, sondern kleine Füllung ist rausgebrochen. Muss ich hier auch kurz mal rein. If you go on YouTube, you can find a lot of these videos. To Malaysia, to Vietnam, to Turkey, to Yugoslavia, a lot of things. That's crazy.
Can you give me a small micro brush? Pink or pink. White, yeah. Dip it in the bond. And bend it as well. Bend it. Diego, can you keep the suction in the bottom of the mouth? On the other side? This is the sick. This is the sick. So much. So now I have to advise him that there is an epidemic of Bolera ulcer. Yeah, what's that about? In Melbourne. Sydney. Oh, Melbourne, yeah. Because he's going there, probably he doesn't even know what is that. Yeah, yeah. So it looks like mosquitoes. Oh, really? Have been transmitting the disease. Ooh. Have you heard of it? I thought there was something in Sydney. No, no, it's in Melbourne. Melbourne, oh, okay. Yeah, more than 300 cases just at the start of the summer. Wow. That's scary. How does it feel, okay? Okay. Let. Danke schön. Danke schön, but it's not just that. The Australian dentist, what do you think about the Australian dentist? Are they good or not? Then if you want to send that, you must come to Aria Dental. That's it. Also, ciao. Ciao, ciao. Okay. Mein Fahrrad wird gleich fertig. Da muss ich ja mal gucken. Hab die Leute gefragt, ob ich auch mal kurz aufnehmen kann. Und die sind natürlich nicht gegen. Perfekt. Dann schauen wir, wie weit die sind. Und das ist der gute Laden, wo mein Bike wieder instand gebracht wird. Da ist er ja. Da ist er ja. Da sind die netten Leute, die innerhalb eines Tages, ja, findet man ja auch nicht immer die Zeit, mein Bike wieder in Top-Zustand bringen. Ja, dann die Schaltzüge müssten hier hinten auf jeden Fall erneuert werden, weil vorne schon ein bisschen durchgeschliffen wurde. Obwohl da auch schon eine Verstärkung drauf war. Ah ja, so ist das, wenn man so viele Kilometer fährt. So, habe ich jetzt hier Socken bekommen und natürlich Aufkleber. Das tue ich natürlich sehr gerne rein. Ja, die Jungs machen echt perfekten Job. Zu zweit und damit das ja, so schnell wie es geht fertig wird und ich morgen schon pünktlich starten kann. Sehr cool. Aber ich muss jetzt auch mal schauen, ob ich... Aber ich schätze, Schuhe werden noch ein bisschen halten. Aber irgendwann werde ich auch diese neu brauchen. Wahnsinn, was alles hier abgenutzt wird in diesen 1000 Kilometer. So, also, Fahrrad ist echt gut fertig geworden. Perfekt. Im Labor haben wir auch geschafft, auch nochmal Sachen aufgeklärt, die vorhin vielleicht auch ein bisschen unklar war. Und ja, gleich esse ich noch ein bisschen. Dann geht's noch in der Nacht sich auszuruhen und ab morgen wird die Tour in Australien gestartet. Australien gestartet. So, ich bin in Australien, aber in einem italienischen Restaurant und da wird natürlich Pizza gegessen und die schmeckt echt so lecker.
Einen wunderschönen guten Morgen. So, der erste Tag beginnt mit knalligem Sonnenschein. Daher habe ich mir auch gleich mal gute Brille geholt für ja, den nächsten Monat, eigentlich auch danach für die Zeit. Und diese muss ich natürlich auch gut schützen. Habe auch schöne Hülle dabei und ja. Gestartet bin ich ein bisschen später, dafür gestern auch noch etwas an meiner Tour rumgeplant, ein bisschen, ja, ein paar Sachen erledigt und dafür aber heute früh auch gut gefrühstückt, sonst wäre ich ohne Frühstück losgedüst. Das wäre auch nicht ganz gut. Ah ja, hier kann ich auch ein bisschen was einkaufen, dann mache ich auch hier mal Halt. So, ja, und erstmal geht's aus Perth raus und die erste Zeit bin ich nicht so erstmal an der Küste entlang und dann habe ich etwas umgeplant, dann wird die Strecke auch knappe 5000, nicht mehr 4300 und werde auch später mehr an der Küste entlang fahren. Ich freue mich, perfekt, ist Wahnsinn, ich kann es selber noch nicht glauben, ich bin innerhalb eines Jahres zum zweiten Mal in Australien. Ich bin immer noch sprachlos, ich kann es gar nicht glauben, aber hier sieht es irgendwie so wie auf einem Filmbühne, als ob alles unecht ist. Irgendwie so, als ob man hier einfach gerade was filmen möchte und schön aufgebaut hat. Echt so schön clean, alles sauber. Wahnsinn, gefällt mir. Ja, die Sonne knallt echt, aber im Moment ist es noch ganz schön. Es ist nicht so schwül wie in Peru. Peru sage ich schon. weil ich habe gerade auch einen Mann getroffen aus Peru, deswegen kam mir das in den Kopf. Der saß auch bei mir am Frühstückstisch. Ich dachte, ah, vielleicht bin ich auch in Peru. Mal schauen, wie es weiterläuft. Und ja, also auf jeden Fall nicht so schwül wie in Singapur und Malaysia. Ja, ich freue mich. Also geht's los!